Hallo da meine Freunde, ich bin's wieder, euer Gebirges. Willkommen zurück zu Pokémon Ultrasonne. Wir haben das letzte Mal zwei Kämpfe gehabt gegen den Inselkönig Hala, der hoffentlich gleich mal anfängt gegen Tali zu kämpfen. Ich will zuschauen, ehrlich, ich will wirklich zuschauen. Hala ist wirklich nicht einfach gewesen. Unsere Pokémon waren auf Par mit seinem Level und er hat uns einfach vernichtet. Dank seinem Macholo, muss man dazu sagen. Sein Macholo ist nicht so nett, wie man es eventuell von Macholos gewünscht ist. Oder gewöhnt ist. Aber wir haben ihn besiegt, haben damit die erste große Prüfung abgeschlossen und haben als Belohnung Tauros bekommen. Yeah, ein Pokémobil-Pokémon. Super schön, super schön. So, mit Tauros haben wir die Möglichkeit, Felsen zu zerstören, die im Weg liegen. Es gibt da einige, die ein bisschen im Weg liegen. Überall auf der Insel. Und auch auf anderen Inseln. Und hinter solchen Felsen befinden sich meist Items. Und das nicht so knapp. Nicht so knapp, oh nein. So, mit Tauros haben wir die Möglichkeit, da vorne an ein Item ranzukommen. Aber bevor wir das machen, und wir werden heute auch ein bisschen vorangehen in der Story. Denn wir müssen nach Hauholy City zurück. Aber zuvor wollte ich nochmal zurückkehren an mehrere Plätze. Mehrere Plätze, Meeresplätze, ja, ja. Und zwar zum einen hier vorne finden wir TM 83 Plage. Das vergessen viele, dass hier eine TM liegt. Kann man machen, ist aber ein bisschen doof, wenn es vergisst. Vergift, vergisst. Des Weiteren können wir hinterm Meli-Meli-Blumenmeer. Und ich werde den Part erstmal ein bisschen. Ah doch, ich werde den Part nutzen, ein bisschen aufzuräumen hier an Felsen. Oh, mein Raupi. Wir werden den Weg hier freiräumen. Von sämtlichen Viechern, die uns im Wege stehen. Wiederhall. Und vielleicht ein bisschen Erfahrungspunkte nebenbei mal ein bisschen dranholen. Schmusi, nein, Alter. Muss auch sagen, ich bin momentan. Es ist momentan Samstag. Derby-Samstag. Und ich muss echt sagen, das war ein schöner Tag heute. Es war ein wirklich, wirklich schöner Tag. Also Samstagabend. Es sind gerade Käferbiss drauf. Das ist fies. Seit wann hast du das? Das ist eine Zuchtattacke. Wow. Ärgerlich. Okay, Abby, du bist dran. Mach mal kurz kaputter Zeug. FM. Ja, Wiederhall. Erneut. So, tschüss, Raupi. Es ist Derby-Wochenende gewesen. Oder immer noch eigentlich. Und zwar Schalke gegen Dortmund, kennt man. Und es war ein so krasses Spiel. Und der Tag war auch generell super gelaufen. Mit in die Stadt gehen, bei Nintendo Mall Tour mitmachen, dort live ein Let's Play aufnehmen. Sind zwar nur 5 Minuten insgesamt gewesen, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Sehr, sehr großen Spaß. Und ja, mal schauen, vielleicht ergibt sich ja was daraus. Wäre sehr interessant. Würde mich freuen auf jeden Fall. Auf alle Fälle. Aber wir werden Tauros zurücklassen erstmal. Hehe. Um hier drin wieder aufzusetzen, weil das macht Sinn. Oh ja. So. Ach stimmt, wir kommen gar nicht ran. Wir brauchen einen Surfer dafür. Nee, haben wir noch nicht. Aber wir finden einen Enton. So, aus den weiteren Kämpfen werde ich erstmal fliehen. Wolke 7. Oh, auch nicht schlecht. Denn wir können gegen Enton nichts ausrichten. Hätten wir Donnerzahn, könnten wir es, aber wir haben leider Feuerzahn. In dem Sinne ist es leider schade. Wann anders wäre es gut gewesen. So. Die Meereshöhle haben wir nicht wirklich erforscht gehabt. Oh, ein Expertengurt. Oh. Schick. Verstärkte Attacken, die sehr effektiv sind. Da kann man nicht meckern drüber. Und kommt hier mal nach draußen. Und zur Kalae-Bucht. Kalae. Finden dort einen Tauchball. Und haben hier ein bisschen was, ja, nicht allzu viel zu erledigen. Oh, was ist denn du?
Im Sand liegt eine Flasche, in der ein vergilbter Brief steckt. Möchtest du die Flasche öffnen? Klar. An den Finder dieser Nachricht. Meine kleine Schwester wohnt in Lilly. Sei doch bitte so gut und erbringe die folgende Botschaft. Liebes Schwesterherz, du kannst dir nicht vorstellen, an was für einen sonderbaren Ort ich bin. Keine Sorge, die Leute hier sind alle sehr freundlich zu mir. Pass auf dich auf, dein großer Bruder. Warte, ich muss sie doch mitnehmen, oder nicht? Achso, ich muss nur überbringen die Nachricht. Okay. Komisch. Alola, eine wunderschöne Nacht, nicht wahr? Wenn du willst, zeige ich dir etwas Tolles. Klar. Na, komm mal rüber. Am besten du hockst dich da hin und dann siehst du mehr. Das ist gerade nicht so eine gute Auswahl an Wörtern in der Reihenfolge. Da, schau. Glitzer. Was glaubst du, ist das? Lass mich dich erleuchten. Diese Lichter stammen von Finion, dem Flügelfisch-Pokémon. Finion speichern tagsüber das Sonnenlicht, um nachts die Muster an ihren Flossen aufleuchten zu lassen. Ich mag Finion. Finion und Ferb und so. Luminion. Superschöne Pokémon. Und superschön eigentlich auch zum Mitnehmen, wenn man jetzt mal trainieren möchte. Wenn du eines Nachts mal wieder Lust auf eine magische Lichterschau verspürst, dann komm einfach vorbei. Alles klar. Guter Tipp. Dankeschön. Wieder was gelernt. So, wir gehen mal zurück. Da oben ist nämlich noch was. Und hier unten ist auch noch etwas. Und zwar ein Sternenstück, was wir theoretisch verkaufen können. Aber so viele Orte gibt es jetzt nicht, wo wir unbedingt hin müssten. Ich glaube, auf Route 2 gibt es nur einen Ort. Aber wenn wir da entlang gehen... Mir fällt gerade ein, ich hätte einfach Route 1 da schon mal die Felsen zertrümmern sollen, mir das Item holen sollen. Ist nur ein Item. Was könnte das großartig sein? Überraschst du? Ich glaube nicht. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir hier noch ein Item, genau. Und zwar ewiges Eis. Das perfekte Item für... ein Pokémon, was noch keine Eisattacke beherrscht, was gerade besiegt ist. Dab, 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 doof. Passiert. So, bitteschön. Schmusi. Wenn du mal eine Eisattacke lernst, ne? Anstatt von Rob. Das wäre super toll. Ich weiß schon, warum ich das unbedingt mitnehmen möchte. Aus einem einfachen Grund. Rosana, glaube ich, ne? Ist relativ schnell. Wird wahrscheinlich nicht gegen Tali sein Uhafni nachher ankommen, von der Geschwindigkeit her. Okay, das haben wir um. Aber... es kann dann doch mit einer Eisattacke das Ding locker rausnehmen. Oh, armes Kustila. Kaum Erfahrungspunkte, schade. Und damit sollten wir doch einigermaßen gut zurechtkommen. Also, mit dem Ohrhafen hier. Ansonsten haben wir noch Primarene nachher. Das kann auch Eisattacken. Eisstrahl, haha. Ein Wommel. Wommel, unfassbar schwer zu trainieren. Bis sie sich entwickeln. Und dann sind die Dinger einfach viel zu stark. Soweit ich gehört habe, sind die auch momentan ziemlich beliebt. Dadurch, dass sie eine bestimmte Attacke lernen. Ich dachte, dass er gerade ein Pokémon im hohen Gras, Blumen, Zeug. Und zwar können die jetzt per Tutor, also weiterhin von Wommel, kann per Tutor einfach so aus heiterem Himmel Klebenetz lernen. Was nicht großartig Sinn ergibt, aber hey, was soll's. Und damit ist es ein ziemlich guter Suicide-Lied, wie es heißt. Also selbstmörderischer Anfang. Kann man da vorbei? Nee, kann man nicht. Mist. Schade. Hallo, Mangunior. Rrr. Lustig. Aber ich sag nein dazu. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Es sei denn, wir konnten nicht viel nichts umgehauen. Und es wird wahrscheinlich bei vielen Leuten Wolverock die Tagform ersetzen. Auch wenn Wolverock die Tagform eigentlich interessanter ist durch die Tarnsteine. Trifft nämlich jedes Pokémon und Klebenetz trifft Viecher, die fliegen oder die Schwebe haben, nicht. Und da geht es eigentlich nur um die Initiative.
sodass sie auch langsamere Pokémon verwenden können, ohne Bedenken. Aber heutzutage hat so ziemlich jeder irgendwo, der spielt, ein Pokémon, also ein Pokémon mit Turbodreher oder sonstiges im Team. Meine Güte, sind aber viele Viecher unterwegs hier. Uch. Sei es jetzt ein... was kann denn als Turbodreher denn? Oder auflockern? Auflockern geht ja auch für die andere Seite. Man haut also seine eigenen Tarnsteine, Stachler, Giftspitzen und Klebenetz weg. Da muss man überlegen, was mitnehmen will. Machen die meisten tatsächlich beides. Aber gut. So. Herrscherbereich. Wir haben ja gesagt, wir kommen nochmal da hier hin. Denn hier gibt es eine TM. Hallo. 46 Raub. Ach ja. Bisschen Raub. Es kann schaden. Es kann sehr, 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 sehr schaden eigentlich. Oh mein Gott. Das ist doch nicht wahr. Solange du kein shiny oder ultimativ seltenes Pokémon bist, bin ich nicht interessiert. Du bist ein Mangunia und du bist nicht shiny. Schade. Aber ich wollte auch zum Sonntag, also der Party soll am Sonntag erscheinen, hoffentlich schaffe ich das. Soll am Sonntag einen schönen Abschluss bringen, indem wir nochmal die komplette Insel kurz besuchen, bevor wir sie für eine lange, 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 lange Zeit irgendwo verlassen. Und nicht mehr zurückkehren. Ha. Also, wenn mir alles täuscht, kann man hier das ganze Gras hier drumrum ignorieren. Genau, wir müssen hier ziemlich fürchtlich knapp entlang laufen. Kommen hier unten an. Und hatten wir hier irgendwo... Ah ja, hier auf der Seite war es. Auch noch ein paar Zertörer auf Felsen. Zack. Und ein Item. Ein weiteres Sternstück. So viele Sternstücke. Ja, unfassbar. So, wenn wir jetzt hier durchlaufen, also nach unten, kommen wir nach Holy City. Kann sein, dass das schon ein Event triggert. Naja, ich glaube eher nicht. Wir sollen ja zum Hafen gehen. Wow, ich mag es nicht, wie die Leute einfach verschwinden im Hintergrund. Das ist gruselig. Da liegt eine TM. Nee, da ist ein Sticker. Hey, Sticker. Müssen wir gleich mal holen. Bei der Polizei war man noch nicht. Ah nee, wir sollen zum Fotoladen gehen. Ah. Das können wir auch machen. Zum Fotoladen. Aber zuvor gehen wir kurz noch auf Route 1, wo wir jetzt gerade schon sind. Und holen uns das eine Item, was ich da total blöd vergessen habe. Sollte nicht allzu lange dauern. Und ja, die respawnen einfach die Blöcke. Ich weiß nicht warum. Es ist unfassbar nervig. So. Hallo. Ein Nugget. Na super. Gewusst wie. Wenn du mit Tauros Felsen zertrümmerst, kannst du an vorher unerreichten Orte gelangen. Zum Beispiel am Tenkerat-Hügel in der Nähe des Pokémon-Labors. Stimmt, da wollte ich auch noch hin. Klar, Tenkerat-Hügel. Der Ort, an dem man normalerweise Wuffels findet. Was... Ja, ungewöhnlich gelegen ist. Dafür, dass es hier so viele davon geben soll. Sind die alle an einem Ort. Aber das haben sie gut im Anime erklärt. Die treffen sich dort, die stärksten aller Pokémon der Insel, um gegeneinander zu kämpfen. Aber einfach um zu zeigen, wer das Stärkste ist. Außerdem, die Musik hier drin ist super. Und es gibt gratis Items. Und Rukara. Habe ich gehört. Und Kiesling. Hallo. Hallo. Die können auch ein etwas höheres Level haben. 13. Aber gegen Kiesling zu kämpfen hat nicht großartig Sinn. Die Dinger sind echt fett von der Verteidigung her. Fett. Und machen sauguten Schaden. So. Der Weg hier oben ist schon mal frei. Das heißt, wir finden da oben noch ein Item. Draußen sind noch, glaube ich, 5 oder 6 Items. Wilde Flohkiefer. Oh. Oh. Ich will mal eins zerbeißen gerade. Feuerzahn.
Ja. Bis. Kein Titankiefer, leider. Als Fähigkeit. Ich glaube, ich kann es gar nicht erst haben. Was angesichts seines Aussehens ziemlich doof ist. Na, Level 16. Sehr schön. Da meckert man doch nicht rum. Da meckert man nicht rum. So. Dann auf. Hier rüber. Item. Einen Supertrank. Sehr schön. Und ein wildes Pokémon. Ein wildes Zubat. Bin mal gespannt, was sie am Tenkaratiuge so geändert haben. Falls sie was geändert haben, denn im normalen Spielverlauf konnte man nach der ganzen Ultra-Bestien-Saga und so weiter, die man gemacht hat, konnte man hier eine Cosma finden, was ungewöhnlich ist. Ja, das ist einfach ein legendäres Pokémon, was einfach in dem Gebiet ist, wo man keinen Schimmer hat, was das da soll. Es war merkwürdig. Hallo Rokara. Bei dir können Zubiris auftauchen. Eines von nur 6 Pokémon, die in einem, wenn es im Mega entwickelt ist, Magiespiegel haben. Eines ist Natu, eines ist Zatu, eines ist Tauros. Ich habe gesagt, absetzen. Dankeschön. Eines ist Mega Dianzi, eines ist Mega irgendwas. Kirchendingens. Wir können ihn schon bekommen. Krass. Du nimmst hier den Zettelkristall, der sich im Sockel befindet. Aerium Z. Oh. Hi. Dich hätte ich jetzt nicht erwartet. Huh. Das so schön glitzernde Aerium Z gehört nun dir. Schau gut zu, wie ich dir die Pose vorführe. Was? Warum bist du hier? Ha. Huh. Interessante Pose. Finaler Steilflug ist die furchterregende Angriff aus dem... Was? Finaler Steilflug ist ein furchterregender Angriff aus himmlischer Höhe. Ja. Hoffentlich geht dir diese Z-Attacke bald in Fleisch und Blut über. Ich hätte da schon ein paar Pokémon, die es haben könnten. Hätte ich mal gern gehabt, das Ding, bevor ich gegen Hader gekämpft hätte. Mist. Ha. Ich kenne aber auf jeden Fall eins, was es haben sollte. Warum will sie denn die Z da? Wir können es Abby geben oder Pick. Ne, wir lassen es erstmal. Erst einmal. Später vielleicht. Dieser Z-Stein, der war im... In Sonne und Mond war der versteckt hinter einem Stärkefelsen, dass man erst ja quasi direkt vor der Pokémon-Liga erst machen konnte. Es ist doof gewesen, sagen wir es so. Es war sehr, sehr doof. Das hat sehr, sehr lange gedauert und man hat es bis dahin eigentlich schon längst vergessen gehabt. Und so stark ist jetzt der Flugkristall auch nicht. Also trifft wie viele Typen? Sehr effektiv, meine ich. Kampf, Pflanze, Käfer. Sonst noch was? Nee, das war's. Zentraler Felsenkessel. Kesselhügel, was? Wie auch immer. Granitstein. Sehr schönes Item. Verstärkt Gestandsattacken um, glaub, 30%. Und ein Nugget. Gut, haben wir hier noch irgendwas? Ich glaube, hier oben war noch irgendwas. Nein, hier war nichts. Das kann jetzt ein Wuffels sein oder ein Pandir. Hallo, Pandir. Hat mir einer die Challenge gestellt. Hey, fang doch mal alle Pandir ein, die es gibt. Mit allen unterschiedlichen Farben und Formen. Niemals. Es sind zu viele. Die könnte ich gar nicht erst alle einfangen. Es sind viel zu viele. Wirklich. Es sind sehr, sehr viele. So. Jetzt frage ich mich, was sie hier Neues drin haben. Kiesling haben sie jetzt auch hier draußen, okay. Kiesling sieht man normalerweise nicht außerhalb von Höhlen.
Die sind doch echt lichtempfindlich. Aber es ist gerade dunkel, von daher passt das ja. Da vorne ist das Item. Ach, come on. Ich will dann nur durch das hohe Gras. Warum lässt du das nicht zu? Ah, Wuffels. Süß. Familientreffen. Hui. Hallo. Bye. Ah. Schade eigentlich. Ein Superball, den nehme ich gerne mit. Yeah. So. Damit haben wir so gut wie alles. Feuerheiler. You need a burn heal. Yeah. Und jetzt müssen wir noch ganz hier oben hin. Für, ich glaube, eine TM, die ganz oben liegt. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste das. Dürfte das, ich glaube, Akrobatik sein? Hm. Also eine Attacke, mit der man theoretisch gut kämpfen kann. Theoretisch. Praktisch auch. Wird zwar nicht häufig eingesetzt, aber man kann es theoretisch spielen. Hallo, TM. Katapult. Oh. Wer kann Katapult lernen? Ist eine physische Gestandsattacke mit, ich glaube, 60 Angriff nur. Leider. 50 sogar nur. Ach du, meine Herren. Die aber, wenn sie trifft. Ach, wieso macht das nur 50? Also sie macht sicher Kontakt her, was zum einen sehr, sehr merkwürdig ist, weil es ein Katapult ist. Ja. Zum anderen. Das Pokémon, was getroffen wird, fällt auf den Boden und da bringt kein Schwebel mehr was und kein Flugtyp. Und die heißt, das heißt einfach, die können von Bogenattacken getroffen werden, was gut ist. Ich glaube, hier muss ich den Widerhall mal rausnehmen. Pick ist ein reiner, physischer Angreifer. Bye. Gut. Und Katapult. Ungewöhnlich, aber kann man machen. Raub. Können die auch beibringen. Plage niemanden, Trugschlag niemanden, Ruheort. Dummiesel. Vor allem Dummiesel kann Ruheort lernen. Und ansonsten erstmal nichts weiter. Gut. Gibt es da noch irgendwas da ganz hinten? Versteckt? Nein, eventuell. Vielleicht. Nein, anscheinend nicht. Dann sind wir mit Melimeli soweit komplett durch. Alle Items, die wir bis zu jetzigen Zeitpunkt bekommen können. Fehlt nur noch, dass wir die Story hier auf der Insel erstmal. Oh, der hat gleich, gleich große Punkte auf beiden Seiten. Ah, süß. Dass wir die Story hier in Melimeli erstmal beenden. Das heißt, wir begeben uns zum Hafen. Beziehungsweise erstmal zum Photoshop. Und das machen wir am besten im nächsten Part. Das heißt, ich werde jetzt hinlaufen. Mir die ganzen Pokémon-Encounter hier geben, die mir entgegenkommen. Und dann. Ja, dann hören wir uns im nächsten Part. Wahrscheinlich dann an den Toren von Haholi City. Beziehungsweise vom Rathaus, würde ich sagen. Ja, wir sehen uns im Rathaus, Leute. Also dann. Bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.